Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Dealers Live Numero Dos. Ja, ganz genau, Nummer 2. Heute ist spanischer Abend. Ich kann genau eine Zahl. So, wir wollten mal in die Auktion hineinschauen und werden uns vielleicht direkt zum Anfang so ein kleines Shark-Poster gönnen. Ne? Wir gehen wieder auf die 10 Millionen zu. Ja, das war's dann auch schon. Cool. Wir gehen wieder auf die 10 Millionen zu und schauen mal, was wir hier so für Zustände haben. Das wird aber schon repariert. Das hier muss repariert werden und das hier wird nochmal geprüft. Ganz genau in Augenschein genommen, denn diese deutschen Bürgkruge. Oh. Kein Anhaltspunkt leider. Mir geht es auch nur darum, ob wir eine Fälschung finden. Das wäre für mich jetzt am allerwichtigsten. 52, nein. 56, vielleicht. Ja, okay. Wenn es so großartig ist, dann machen wir das natürlich gern. Lass uns verhandeln. Gezahlt habe ich dafür viel zu viel. Ah, gezahlt habe ich dafür viel zu viel. 305, 260. Ja, komm. Mache ich jetzt nicht viel Gewinn mit, aber das ist eine gute Situation. Selten schlecht. 8200. Kein Interesse. Hier ist der Ring. Oh, Mann. Ich muss den natürlich jetzt irgendwie auch gewinnbringend verkaufen. Aber so geht es leider nicht. Schätzung 93, da können wir ja froh sein, ne? Wenn wir da irgendwie was rausholen noch hier. 100.000 ist sein Angebot, ja komm. Dann machen wir die Gewinne halt einfach so, ne? Dann machen wir die Gewinne einfach so. Der will dafür aber jetzt gar nicht so viel bezahlen. Trotzdem ist es ein schöner Mustache. Naja, aber ein nicht so schöner Mustache. Okay, Fälschung, Polizei! Okay, lass mal sehen, was willst du bezahlen? Was willst du bezahlen? Oh ja, das sieht gut aus. Sieht gut aus, da können wir vielleicht Gewinne machen. 600, 540, ja komm. Kleine Gewinne auf dem Weg zur 10 Millionen. Ha, das ist authentisch, da haben wir nochmal ein bisschen Gewinn gemacht. Wunderbar, oh, die Prinzessin ist verschwunden. Rettungsteam völlig überrascht, als sie entdecken, dass unsere Prinzessin in einem anderen Schloss ist. Ja, ne, das kommt vor. Keine Ahnung hier, vielleicht finden wir da noch was. Der Rest ist noch, ja, ne, lass mal sehen. So, es sieht gut aus. Das Ding ist eine gute Maske. 350 mehr gebe ich dir nicht, okay. Lass mal sehen, die alte Schimmeltruhe. 200, 194, ach komm, 190? Wie sieht's aus mit 190? Ja. 190 ist großartig. Großartig, lass uns verhandeln, komm. Ne, wenn ich schon so niedrig einsteigen hier, das geht nicht. Ich muss das Ding vielleicht auf eine Auktion loswerden, das ist, glaube ich, das Beste. Obwohl, ne. Lass mal sehen, ja, das sieht gut aus. Das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Vielleicht hier so mit 28, gibst du dich damit zufrieden? 33 ist Schätzung 47, ja komm. Kleine Gewinne sind auch am Ende immer große Gewinne. Wenn man in der Gruppe Gewinne macht, dann ist es besser. Dann ist es besser. 300. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich habe heute bis spät in die Nacht noch irgendwelche Fahrschulbögen ausgefüllt. Digital natürlich heutzutage. Macht man das so, ne? Aber ich muss ja bald mal ran. Auch wenn jetzt noch immer... Wer weiß, wann die wieder aufmachen dürfen. Aber hey... Solange ich Zeit habe, beziehungsweise, ne, dann habe ich mich vorher schon mal lieber ein bisschen vorbereitet, als wie immer den Rest meines vorherigen Lebens immer mich in letzter Minute erst irgendwie um die Dinge zu kümmern. Ne, 81. Nein! Oh, verdammt, hat die ein Glück, dass ich verwirrt bin. Hat die ein Glück, dass ich verwirrt bin? Ja, komm, lass... Nee. Ich will doch kein Skateboard. Naja, oh nein, minus 10 für den alten Präsidenten und die Halskette hat, okay. Lagerauktion, schauen wir mal, was das für ein Lager wird. 215.000, ja gut, aber ein gutes Buch und eine ordentliche Tasse Tee lässt sich eigentlich immer gut verkaufen am Ende des Tages. Okay. Sancho hat's, Sancho will's, Sancho nimmt's.
Ja, das ist guter Zustand, sehr guter Zustand. Das ist, ja, ne? Ich weiß nicht, lass uns das Buch mal checken. Ansonsten, also so schlechte Zustände gibt es hier gar nicht mehr so wirklich, ne? Lass uns, das ist, ne? Oh, Exis Käseraumschiff. Das kaufe ich aber. Da würde er sich freuen, der Bengel. 23. Okay. Lass uns verhandeln. Okay, machen wir das. Machen wir das. Nee, das Ding hätte ich jetzt ungern eigentlich. Kein Interesse. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Da will einer was bezahlen, zumindest ein bisschen. Oh. Keiner hat's gemerkt. Keiner hat's gemerkt. Okay, komm, wir verhandeln mal. Aber ich weiß auch nicht, ne? Da hast du so einen Haufen Experten, prüfst das, bist selber schon voll hoch im Level. Ja, keine Ahnung. Und am Ende, ja, hat keiner gemerkt, ne? Das ist irgendwie komisch. Was? Wer nicht will, der hat schon. Ich werde das gewinnbringend verkaufen, das ist mir völlig egal. So, 49k plus, sehr gut, wow, und okay. So, verkaufe bei einer Auktion. So, wo ist das Ding? Der da ist es, komm. Sehr guter, legendärer Ring. Ah, das ist die einzige Chance, aber sieht jetzt schon gar nicht mehr so gut aus. 780.000. Was? Ey, boah, das gibt's nicht, ey. Trotzdem mit Mega-Verlust hier oder was reingegangen in die Geschichte wieder. Verdammte Tat auch, ey. Ah, wir quatschen, wir quatschen. Alter, warum sieht er so schockiert aus? 100. Solche Leute musst du direkt rausschmeißen. Das Ding hier, 10-4. Komm hier, mit 15 bist du dabei. 14-8. Ah, Mann. Also verkaufen ist echt schwer zurzeit. Oh Mann, ey, wenn ihr mit solchen Preisen einsteigt, wie soll denn da jeder normale Mensch? Es geht doch gar nicht. Wie soll man denn da Geld verdienen? Exis Käse-Raumschiff. Warum hat die eigentlich ein Pflaster auf der Nase? Manchmal habe ich das Gefühl, die wissen gar nicht, was sie wollen, wenn die hier reinkommen. Kommen so rein und haben dann so, zack, ne? Oh komm, Klatschnachrichten. Nationaler Schauspieler sagt, dass er Tigerblut und nur einen Gang hat. Was? Gewinnen, hä? Wie ein Gang. Stehe ich jetzt nicht am Rad oder was? Ja, wir müssen hier Dinge checken, ne? Keine Ahnung. Checken wir das Teil mal. Aber die Zustände sind nicht in Ordnung.
Also die Zustände der Sachen, ja, aber die Zustände hier, wie die Leute hier mit der Hälfte steigt er ein. Fairer Preis. Er will einen fairen Preis. Hier, das ist fair. Du wirst nicht abweichen. Ja, das ist dein Problem, nicht meins. Oh Mann. Mano. Wenn er nicht will, dann hat er schon. Wenn er nicht will, dann hat er schon. Das ist das Gesetz. Aber wir sind schon wieder über 10 Millionen. Das ist gut. 67, nein, 54, 66, na komm, 65, nein, okay, 63. Wie sieht's damit aus? 62, 60 will er. 60 ist okay. Kann ich mit Lebenden sind was los? Komm, jetzt steig aber nicht so tief ein hier. Steig mal richtig ein wie so ein richtiger Käufer, der sagt, hey, ich will unbedingt dieses Poster haben. Ich habe das im Schaufenster gesehen und meine Oma, die war damals in dem Film und hat irgendwie das erste Kind bekommen, das ist eine Erinnerung. Und nein, minus 5 beim antiken Messer. Ah. Leute, was mache ich nur? Die Frage ist am Ende, wie komme ich hier weiter? Guck mal hier, ich kann hier 2 Level, aber mehr gibt's dann auch nicht, ne? Da ist man erstmal Halbmeister. Ich bin Halbmeister. Ich brauche 20 Millionen, um hier im Level weiterzusteigen, ne? Lass mal sehen, die Dinger hat mir fast noch nie einer ungefälscht verkauft eigentlich. Ganz ehrlich, kein Interesse. Ja. Oh, okay. 20,5. Ich glaube, das ist gefälscht. Komm, jetzt richtiger Preis hier, richtiger Preis. Das Ding muss mal weg. Oh Mann, oh, lass mal verhandeln. Also, ich will von der Schätzung nicht abweichen. Das müssen die aber langsam wissen. Eigentlich müsste sich dieser Ruf hier rumsprechen. Ah, endlich will mal einer das Pübchen haben. Ich glaube nämlich, die ist verflucht. Aber für die Hälfte des Preises kannst du sie nicht kriegen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also so läuft das jetzt hier auch nicht. Alter, ich klicke hier umsonst wieder so viel hoch. Komm, hau ab mit dem, ne? Es ist ja gefälscht auch noch. Das sind alles Leute, die kennen sich gar nicht aus. Die finden hier irgendwie Schrott und denken, ne, das ist wie bei diesen Sendungen, wo die Leute dann immer sagen, ja, ich habe hier irgendwie eine Sammlung von alten Disney-Figuren und dann stellt sich aber heraus, dass das halt einfach unter Sammlern sich nicht verkaufen kann und dann sagen die, ja, ich will dafür 200.000 Euro und die Leute im Fernsehen sagen dann so, ja, dafür kriegst du vielleicht 3.000, so, ne, wow. Und dann sind die immer so verwirrt, ne? Man muss halt, bei sowas darf man keine Emotionen mit reinbringen. Das ist halt einfach so. Was? Den wir nichts verkauft haben, was sollen wir tun? Schick das Geld zurück. Aber dann kriegen wir Ehre oder was, ne? Ja, kriegen wir wieder Ansehen, okay. Thank you.
Warum verkaufen wir alle im Moment Schweinebilder? Was ist hier schweinebildermäßig so unterwegs? 84, lass mal sehen. Da ist doch mal wieder ein Preis irgendwie im Spiel. Aber auch das nicht. Mir fehlen hier die Millionen-Deals irgendwie, die dicken. Ne, mir fehlen die dicken Millionen-Deals, so ganz ehrlich. Wer weiß, ob die jemals wiederkommen. Schmuck ist gut, aber der ist auch oft gefälscht. Ah, ja. Oh nein, das Exis-Käse-Raumschiff ist abgestürzt und ist jetzt voller Mondstaub. Das müssen wir irgendwie reparieren. Och Leute, nee. Also wenn ich nicht auf die Schätzungen komme und die so einsteigen, dann ist, dann macht das keinen Bock, euch hier Sachen zu verkaufen. So, da, zack, da weiß ich doch hier, schön, da kann ich hier nochmal ein bisschen hochgehen und dann... Aber gewinnen, ein bisschen. So, kleine Auktion noch machen. Ja, ein alter Barwagen, der alte legendäre. Schauen wir mal, da haben wir wenigstens eine Schätzung und einen kleinen Ansatz, wo wir irgendwie hin können. Oh, Sancho haut raus, kriegt es direkt. Episch, hier zack. Zurückeberg. Der gehörte Mark Zurückeberg. Nehme ich auch. So, wir restaurieren das Käseraumschiff. So, dann untersuchen wir mal das Ding noch. Der ist halt einfach in gutem Zustand. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt sehr gute Zustände ständig brauche, aber anscheinend... Keine Ahnung, restaurieren wir das Bild hier, machen wir nochmal einen kleinen Flickenteppich raus, der sich gebildet hat über die Jahre. Ja gut, so ist es halt, ne? Lass mal sehen. Nee, Pistole will ich auch nicht. Käseraumschiff. Geht das eine Käseraumschiff? Schon weg? Nein, doch nicht. Ja, guck mal da, steigt er ein in die gute Tour hier. So sieht's aus, man muss halt immer nur den richtigen Kunden finden dann, ne? 29, nein, wenn dann so viel. Sagt er, egal. Gut, er hat es als authentisch geschätzt, hat mir aber nichts gebracht. Okay, verstehe, verstehe. Dann schätzen wir das Ding mal, weil da haben wir noch keinen Preis für. Und stürzen uns in die Verhandlungen des nächsten... Nee. Das mache ich jetzt nicht mehr, Leute. Das habe ich jetzt gerade beschlossen. Dass wenn die direkt mit so einem Rotzpreis einsteigen, dass das keinen Sinn mehr für mich macht. Hier direkt weg. Ist mir egal, irgendwann wird ein Kunde kommen, der sagt, hey, ich nehme das auch für den Preis. Ne?
104 wären cooler. 99, 98, 97. Nein, 97. Kein Anhaltspunkt. Irgendwo muss doch mal jetzt dann... Moment, abbrechen. Irgendwo muss doch mal was dabei sein. Hier habe ich gar keine Schätzung. Das hat mich jetzt gerade verwirrt. Na, irgendwann muss ja auch mal was dabei sein, was irgendwie... Pfand, Knarre, nö, kein Interesse. Ah, das Revengers Post, das ist restauriert, das ist authentisch, liegt bei 680k. Wunderbar, und da beenden wir hier wieder an dieser Stelle, weil dann können wir nämlich direkt beim nächsten Mal mit einer hübschen kleinen Lageraktion starten. Und was da auf uns wartet, Freunde, das sehen wir nur in der nächsten Episode. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen, erfolgreichen Tag mit guten Deals und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, reingehauen und ciao.